Hallo und herzlich willkommen auf Miniaturautohandel. Und ja, kurz eine kleine Werbung. Ihr findet mich auf eBay. No, Miniaturautohandel 123. No, alles schön zusammen, klein geschrieben, fertig. Und ja, 123 natürlich als Zahl. No? Also nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, das richtig auszuschreiben da. No? So. Heute geht es mit unserem Hobby hier weiter und zwar mit der Titanic von Hachette. Ja. 22, die Ausgabe, und da haben wir zum Beispiel auf der Titelseite Teil 1. Ja. Ja, soweit hat die Titanic das mal geschafft, auf die Titelseite. Hier haben wir natürlich wieder den Ausblick auf die 23. Ja. Dann machen wir mal weiter hier mit der Ned Parfitt, der Zeitungsjunge der Titanic, The New York Times, New York, 16. April, also hier der Zeitungsausschnitt quasi. Na, haben wir hier auch mit dabei. Ja, natürlich übersetzt, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt hier ewig Englisch lesen. Nein, es ist natürlich übersetzt worden hier. The Guardian, Manchester, ebenfalls auch übersetzt. Na, also, weil ja nicht jeder hier Englisch kann. Ne, finde ich das ganz gut. Das Denkmal für die Ingenieure der Titanic. Ne, auch nochmal hier abgebildet. Ja. Also gibt doch noch eine Menge zu entdecken hier. Und ja, kann man so nebenbei lesen, sollte man aber nicht während des Baus. Ja. Ja, Fenster für die Aufbauten ist jetzt das Thema. Ne? Und natürlich eine weitere LED-Einheit hier. Na, für das andere Deck hier. Das machen wir gleich mal eben. Na. Klar, die eckigen Fenster in die eckigen, na, da wo die eckigen Decks natürlich sind hier. Ja. Und die runden oder halbwegs runden hier kommen natürlich hier rein. Da ist ja auch jeweils immer so eine kleine Vertiefung, da muss das genau rein. Muss aber geklebt werden. Ja. Ich empfehle, diesen Schritt tatsächlich zum Schluss zu machen. Ne? Hat den einfachen Grund, ihr müsst es sowieso wieder an der Seite anfassen. Ja? Und habt damit dann natürlich ganz schön zu tun, wenn ihr da den anderen Turm anbringen sollt. Ja? Und ja, das werden wir gleich mal eben sehen hier. Ne? Also ihr seht, witzigerweise hier, das Ding hier klebt hier scheinbar schon. Ja. Aber bisher war da noch nie die Rede von. Ne? Auch hier wieder fehlt davon die Rede. Was mich allerdings ein bisschen wundert. Ja. Wobei hier 19H ist, glaube ich, das Teil. Gleich dadurch können wir zeitweise die Wasserleitung entfernen. Ja, zeitweise. Genau, nur zeitweise entfernen. Aber so schön straff wie hier gezeigt, sitzt die ja nicht drauf. Das kennen wir also schon. So, dann sollen wir hier LED mal eben antesten, ob das Ganze hier funktioniert. Ja, hier wieder mit dem Batteriefach. Und dann sollen wir das Ganze hier montieren, mit dem ganzen Kabel da durchfriemeln. Und naja, das kennt ihr ja schon vom vorherigen Bauschritt. Und natürlich wieder die LED-Leiste hier dann unten einbringen. Ne? Und das ist der Schritt, den man zuerst machen sollte. Ja? Den bitte zuerst und dann die Fensterrahmen reinkleben, dann kann das in Ruhe da festbacken und fertig. Witzigerweise ist hier wieder die Kuppel gezeigt, die augenscheinlich drauf ist. Ja, die kommt aber erst später. Ne? Also ich habe wirklich vorher natürlich noch mal genau durchgelesen und da stand noch nicht die Rede, also war noch nicht die Rede davon, dass wir das jetzt schon festkleben sollen. Ja, und so lange lasse ich das natürlich auch noch ab. Ja, dann haben wir hier natürlich ja, die beiden Dampfer hier, ne, nebeneinander gelegt und ja, das ist nur wegen diesem Gummiring, der hier noch rumkommt. Ja, das kennen wir ja schon, hatten wir ja schon gehabt. Und ja, ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal an. Ja, in diesem Schritt jetzt schon.
ob das Ding hier noch funktioniert. Ja, natürlich auf die richtige Seite achten. Und ja, es leuchtet. Ja, also unser Eins wird hier gleich blind. Es leuchtet. Also sobald ihr dran steckt, da könnt ihr machen, was ihr wollt, bei dem Teil hier leuchtet sofort. Na? Der Schritt wäre also schon mal beendet. Perfekt. Ja. Und dann müssen wir das Ganze hier noch reinfriemeln. Das machen wir dann aber gleich, weil ich werde jetzt erstmal die Kamera ein bisschen umstellen. Sonst haben wir hier gleich Desaster. Ja, genauso auch hier, den können wir ja mal eben schnell noch machen. Müssen wir nur gucken, wo wir den Gummiring hier haben. Bis jetzt war er nicht dabei. Ja, auch hier in dem kleinen Schraubenbeutel nicht. So, hier haben wir natürlich die Rahmen. Ja, diese Rahmen hier, da möchte ich noch zu sagen, am besten so gut rausholen, dass ihr die nicht mehr entgraten müsst. Ja, ansonsten, bevor ihr sie reinklebt, entgraten, dass sie auch schön sauber reinpassen. Das ist natürlich eine Heidenarbeit und da werde ich entsprechend einzelne Schritte dann eben zu zeigen und nicht jetzt das ganze Video damit voll machen, das ist Blödsinn. In der Tüte befindet sich dieser Ring, ja, dieser Befestigungsring hier. Na. Und ja, das ist eigentlich total easy, hier durchfädeln, hier rüber, fertig. Ja, dann seid ihr mit dem Thema durch. Na. Im normalen Fall. In meinem Fall natürlich wieder nicht. Machen wir es nochmal. Weil er da eben nicht so schön greifen wollte, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Na, weil wenn der einmal richtig sitzt, dann sitzt der auch echt gut. So, schön straff, fertig. Ja. Damit kann das Teil auch wieder an die Seite. Und dann haben wir schon mal etwas weniger hier rumfliegen. Na, das brauchen wir für das Türmchen gleich. Ja, wo ist er? Hier ist er. Na, den da. Und jo, dann geht's weiter. Ne? So, ich würde sagen, wir packen mal die Papiertüte hier an der Seite. Ja, irgendwo hin. Die AP-Schrauben nicht zu weit weg. Den Schraubendreher haben wir hier. Ich werde mal ein bisschen hier so. Dann haben wir hier den Schraubendreher wie gehabt, das Kabel haben wir hier, hier haben wir den Rahmen, ja, das ist so Metall, ne, ist das tatsächlich. So, und dann fangen wir mal an mit der Ausgabe und suchen uns jetzt die Seite raus, wo wir noch nicht mit dem Rahmen anfangen. So, das wäre hier, an der Stelle. Ja, das heißt, wir fangen erstmal mit dem Schornstein an. Ja. So, das haben wir soweit fertig. Es wird auch in einem Bild, glaube ich, gezeigt, wo das hier schon komplett alles drin ist, dieser Turm da, also der Verdampfer oder so. Nein, das kommt natürlich erstmal später. So, erstmal sollen wir anfangen und das, also diese LED-Leiste hier, ja, sollen wir jetzt da so reinfriemeln. So, da ist natürlich jetzt die Sache, dass wir es richtig rum machen. Das heißt, die LEDs müssen hier so rum rein. Ne? Weil die müssen ja hier durch die Löcher gucken, damit der Turm auch schön beleuchtet wird. Ja, und das ist dann immer das Blöde, wenn ihr hier oben noch was habt, was ihr auch schon festgeklebt habt. Na, also so einfach, wie es hier dargestellt ist, von wegen, ach, mal eben ein bisschen mit der Zange und gut ist, ist es denn leider auch nicht. Na, bei dem anderen musste ich nämlich hier auch schon ein Boot wieder ankleben, ja, ein Rettungsboot und musste darauf achten hier, dass das alles richtig sitzt und dann musste ich auch irgendeine LED dafür ein bisschen biegen. Ein gefährliches Spiel, das Ganze. Ja.
Also man muss da wirklich mit Vorsicht rangehen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die das so gemacht haben. Und hier irgendwie nicht ran. Das ist ganz komisch. Aber gut. Das machen wir dann jetzt. Ja. So, weil hier ist ja diese Kerbe hier, diese Schräge, und da ist das auch wieder. Und dann ja, muss das hier nur noch runter. Natürlich habe ich jetzt keine Fingernägel, womit ich das so ein bisschen biegen könnte. Ah, ich war ja bei der Manni, bei Manni war ich, ne? Die Maniküre hier. So, ja, das ist natürlich nichts hier, ne? Nichts Halbes, nichts Ganzes hier. Also das kann wieder ein bisschen dauern hier, weil, wie gesagt, hier ist einfach zu viel im Weg. Ja, da müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr das hier nicht alles wegbrecht. Und ja, falls ihr diesen Schritt noch nicht gemacht habt, das ist dann gut. Dann habt ihr da schon mal einen Pluspunkt. Aber ihr könnt wenig hier zurecht biegen oder machen und tun. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja? Versucht den jetzt nochmal rauszuholen und versuche hier hinten und bei dem jetzt mal reinzukommen. Da blockiert mich auch gleich schon die erste LED im Handeln. Ich hasse so ein Spiel mit dem Feuer, Leute. Mag ich gar nicht. Ja. Ja, der scheint zu sitzen. Und der auch. Gut. Das sitzt. Scheinbar. Zumindest grob. Jetzt haben wir nur noch die eine LED hier. Jetzt so ein kleines Problemchen darstellt. So, die haben wir jetzt auch ein bisschen drin. Ja. Das Einzige, was wir hier nicht hinkriegen, ist die Schräge mal komplett rauszubekommen. Weil das hier komplett blockiert. Also irgendwas hebt die Platine wieder an hier. Na? So. Und das ist das, was ich meine, warum ich sage, na, hier besser dann noch nicht festkleben. Zum Schluss erst. Ne? Weil dann könnt ihr nämlich hier oben anfassen, zum Beispiel, was viel besser ist dann und gut ist. Ne? Gut, das dazu. Jetzt sollen wir dieses Kabel hier nehmen. Und das sollen wir einfach mal irgendwie durchschmeißen da. Ne? Wie bei dem anderen auch. Das kennen wir ja nun schon. So, jetzt gucken wir uns beide Seiten an. Und müssen jetzt bestimmen, wo was hinkommt. Und zwar laut Beschreibung. Ja, das haben wir ja mit dem Kunststoffring. Den zweiten Schornstein, dass sich der kleinere Stecker unten befindet. Gut, also quasi so rum eingeführt. Dann haben wir nämlich den kleineren, also aus meiner Sicht wäre das Mail, kann mich aber auch täuschen. Der hier. Ja. Der ja in den anderen quasi gesteckt werden kann. Der soll hier unten rausgucken. Na, zum Vergleich können wir natürlich auch nochmal hier beim anderen Schornstein gucken, was ich jetzt gerade mal mache. Und da habe ich es genauso gemacht. Also von daher passt das. Ja, dann packen wir das erstmal kurz an die Seite. Blättern mal eben einmal um. Ja, da ist schon Ende im ganzen Theater.
Und dann nehmen wir dieses Stück hier und sollen das jetzt hier alles durchfädeln. Ja. Und genau deshalb sage ich, besser noch nicht kleben, sondern lieber mal eben eine Runde warten. Ja. So, dann sollen wir das hier in die Richtung stellen und dann passt das angeblich. Und wenn da nicht ein Stecker gewesen wäre im Weg. So. Ne, der hat sich da nämlich eben vorgeschoben. Jo, jetzt haben wir schon mal den zweiten Schornstein dran. Ne? Jetzt brauchen wir natürlich die Schrauben, ist klar. Ja. Die natürlich mal wieder so einem kleinen winzigen Tütchen drin sind. Drei Stück. Das heißt, eine als Ersatz, die anderen beiden müssen rein. Na. Also bis hierhin ist auch soweit alles noch gut. Das drehen wir dann einfach erstmal irgendwo rein hier. Hauptsache, die Schraube packt und gut ist. So. Und sicher ist er. Also der kann uns da jetzt nicht mehr runterfallen. So, dann haben wir die Schraube auch schon mal. Natürlich nicht vergessen hier die andere Seite. Und aufpassen, dass ihr hier nicht die Rohre abreißt. Also am besten hier eine Seiten vom Schornstein anfassen. Ja. Wenn ihr dann einmal gut gesichert habt, dann geht das. Also hier mit einer Schraube. Hier ist natürlich immer noch mit der Platine das Problem, aber gut, egal. Hauptsache erfüllt nachher seinen Zweck und fällt nicht runter. Gut. Jo, das war dann der Schornstein. Ja, das heißt, das können wir jetzt erstmal hier außer Acht lassen. Dazu haben wir dann ja das andere Ding hier. Das Angelgitter. Bis eben war es noch da. Nee, doch, da nicht drin rum in der Kamera. Danke. Nur so weh, nur so weg, wo ist er nur? Da ist ein Ding. Eben hatten wir es noch. Das ist zwischen Laptop und deiner Aufpackung. Ist ja lustig. Was ist Nee, hier? da ist nichts. Weil da war ich nämlich vorhin schon. Naja, gut. Vorführeffekt. Gut, dann machen wir gleich weiter mit dem Kleben. Ich werde in der Zwischenzeit mal eben das Teil suchen. Und dann machen wir weiter. Nicht, dass ich das hier irgendwo mit eingeblättert habe. Von meinem Glück. Nö. Hätte ja sein können. Bin aber auch wieder ein Talent heute. Naja. Gut, dann geht's gleich weiter. So, also da sind wir wieder. Mittlerweile gefunden, ja, nach einer kleinen Osterrunde. Ja, das kleben wir natürlich jetzt wieder wie gehabt mit dem Tesastreifen da oben fest. Ja, das machen wir einfach mal hier so quer durch. So. Natürlich aufpassen, dass das Kabel nicht dazwischen kommt. So. Ja. Wenn ihr einen Tesastreifen habt, einmal nach links, einmal nach rechts runter. Und dann fertig ist. Weil noch soll das Ganze ja nicht geklebt werden. Es soll noch nichts weiter passieren damit. Ja. Also machen wir das erstmal fest mit dem Teser und gut ist. So, das wäre also schon mal erledigt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit so einem schönen Fensterrahmen hier an. Ja, gehen hier mal schön nach Beschreibung vor.
Ja, was da so hustet, ist die Regie mal wieder. Kennt ihr ja nicht anders. Ne? General. Immer kurz vom. Naja, gut. Nee, das ist so. General. Ja, also wir fangen jetzt erstmal mit denen hier unten an. Ne? Auch wenn die nicht zuerst adressiert haben, abonniert haben. So. Jo. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns die andere Seite als erstes. Ja, das heißt, wir fangen am besten hier am Rand an, gehen hier lang, ja, und dann zur anderen Seite rüber. Ja. Hier an der Stirnseite dürfte nichts sein, aber hier. Weil hier, das wird wahrscheinlich dann nachher nach vorne rausgucken oder so. Ganz komisch, weiß ich nicht. Müssen wir uns selber überraschen lassen, wie es kommt. Ja. So. Am besten immer so leicht mit dem Fingerchen rein und dann gucken, dass man das vorsichtig rausgedreht kriegt. Ja. Das ist eine echt zeitaufwendige Arbeit. Also ich zeige euch jetzt erstmal ein Fenster und die restlichen mache ich dann einfach mal so durch. Und zeige euch dann das Ergebnis. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist die bessere Variante davon. Weil sonst ja, habt ihr hier ein 10-Stunden-Video und ja, könnt es höchstens noch als Einschlafvideo nehmen, ne? So. Ja, das ist natürlich jetzt hier alles so ein bisschen tricky, weil ihr müsst genau hier in die hier in dem Rahmen richtig rein. Na. Was ihr da für einen Kleber nehmt, das müsst ihr wissen. Also von mir aus könnt ihr auch Sikaflex nehmen. Ja. Hält wahrscheinlich sogar noch am besten. So, jetzt habe ich hier einfach mal so ein Fenster gemacht und jetzt finde ich das andere Fenster nicht wieder. Ja, hier ist doch echt Ostern, ey. Da ist es. So. Da müsst ihr natürlich auch mal drauf aufpassen, ne? Dass ihr das Fenster auch wieder findet. So, jetzt haben wir das ja hier. Ja? Und jetzt kommt nämlich der Kniff. Am besten nehmt ihr euch da eine kleine Pinzette zu. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Dann könnt ihr das nämlich quasi so reinplumpsen lassen. So eigentlich mein Plan hier. Ja, da braucht er natürlich eine ruhige Hand. So, könnt ihr das nämlich so andrücken. Ganz leicht antippen so. Und dann sitzt das. Ja. Und so sieht dann nachher das Ergebnis aus. Ne? In etwa. Ja. Und ich würde sagen, jetzt mache ich erstmal die anderen Fenster. Jetzt habt ihr ja eins gesehen. Wobei, ich kann auch mal eben beim anderen auch noch mal eben ein Fenster machen, damit ihr das wenigstens auch noch gesehen habt. Ja? Und dann zeige ich euch am Ende das fertige Ergebnis dazu. Ja? Dann nehmen wir uns hier einfach mal so ein Fenster raus hier. Ja, die sind tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil die nicht so viele Verstrebungen haben. Letztlich anfangen, das ist dann eigentlich eure Sache. So, mittlerweile habe ich es raus. Das ging auch sauber, also bisher brauchte ich noch keins entgraten. Dann gucken wir einfach mal, wo wir hier anfangen wollen. Zum Beispiel auf der Seite hier. So, dann fangen wir mal an hier einzucremen. Ja. Das muss ja nicht 100% schön sein. Wichtig ist, dass es hält. Na? Und natürlich immer auf die Richtung achten, in die ihr das haben müsst. Zum Beispiel dieses hier muss, glaube ich, mit der Öffnung nach
unten sein. Aber wir gucken lieber noch mal nach. Sicher ist sicher. Ja, das ist natürlich schön, wenn die Zeit hier läuft mit dem Kleber. Man muss dann noch blättern. Nee, ja, mit der größten Öffnung nach unten. Ja. Mit der größten Öffnung nach unten. So. Also so, wie ich es jetzt hier liegen habe, also wie ich es jetzt hier auf meinen Finger habe, genauso muss es rein. Jedenfalls laut Anleitung. Ja. Wahrscheinlich, wenn ihr es laut Original machen wollt, ist es bestimmt auch wieder andersrum. Und ja. So. Das ist dann immer so ein bisschen mikroskopische Arbeit hier, hätte ich bald gesagt. Na? Gut, also das ist jetzt erstmal soweit das Ergebnis. Und ja, wie gesagt, ich tüdel das jetzt erstmal durch und dann schauen wir mal weiter. Dann zeige ich euch das mal her. So, also den ersten Turm haben wir jetzt durch. Also das erste Deckteil. Ja. Ja, nicht schön, aber selten. Ne? Klar, ich meine, das wird noch ein bisschen durchsichtiger, der ganze Klebstoff, und dann passt die ganze Sache. Ja? Also am besten jetzt nicht mehr auf den Fensterseiten anfassen, sondern eher hier hinten, wo ich gerade anfasse. Ja? Weil sonst löst ihr die Fenster wieder. Ja? Also sprich so hier. Oder am Schornstein geht auch. Ja? Aber eben so. Na? Und dann könnt ihr das wegstellen. Und dann macht er mit dem nächsten hier weiter. Na, da habe ich ja schon mal ein bisschen angefangen gehabt. Na? Und jo, damit geht es jetzt weiter. Und dann zeige ich euch das Ergebnis auch noch. So, also mittlerweile haben wir sie soweit alle angebracht. Hier bleibt erstmal ohne. Ja, an der Stelle. Da kommen erstmal keine rein. Hier bitte voll machen. Und ja, der eine hier ist klar. Und dann hier die Reihe. Ja, bei dem jetzt hier mit den Bogenfenstern. Es steht im Heft was drin von 5 Bogenfenster, die übrig bleiben. Wir haben aber 4, die am Ende übrig bleiben. Ja, und man sieht es auch hier im Bild. Na? Ich habe jetzt hier Mitte genommen. Man kann natürlich auch unten oder mittendrin, wie ihr wollt. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst doch einfach ein Like, Abo, Kommi etc. alles da. Ne? Dann bleibt mir wohl gesonnen und bis zum nächsten Video.